Oh, Lami, ich habe wirklich keine Lust mehr zu arbeiten. Tja, wir wurden aber angeheuert, damit wir hier das Loch weiter buddeln. Und außerdem bekommen wir eigentlich gutes Geld dafür. Wir müssen noch ein bisschen buddeln und unsere Arbeit erledigen. Was haben wir da gefunden? Siehst du das auch? Was ist das, Lami? Warte mal, sind das Diamanten oder? Warte mal. Aber, hey Freunde, ich bin's Laomi. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert diesen Kanal, aktiviert rechts die Glocke. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ganz viele von euch haben noch gar nicht diesen Kanal abonniert. Also, um genau zu sein, über 80% gucken die Videos, ohne Abonnent von diesem Kanal zu sein. Leute, es freut mich natürlich, dass ihr die Videos guckt, aber ihr würdet mich noch glücklicher machen, wenn ihr einfach den Kanal abonnieren könntet und wie gesagt, die Glocke aktivieren und gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamiAmi oder auch mit dem Hashtag Team Emily. Dann kommt ihr mit ein bisschen Glück ins nächste Video. Und Emily, was sollen die Zuschauer auf jeden Fall machen? Wie immer natürlich. Die Zuschauer sollen auf jeden Fall das Video bis zum Ende gucken, denn es passieren bestimmt noch ganz viele spannende Dinge. Da bin ich mir sehr sicher. Ich bin mir da auch ganz, ganz sicher. Also Leute, einfach schaut das Video bis zum Ende. Und jetzt kommen wir jetzt mal hier zu diesen komischen Blöcken. Was sind das für Blöcke? Warte, können wir die abbauen? Haben wir da gefunden? Warte mal, das sieht irgendwie komisch aus. Emily? Aber irgendwie auch total cool, aber. Sollten wir das melden bei unseren Arbeitern oder so? Nein, Oder vielleicht soll. werden wir dadurch noch reicher, Lami. Natürlich melden wir das nicht. Ist das ganz viel Geld, was wir hier finden, oder? Meinst du wirklich, unsere Arbeit war ja wirklich nur, dass wir das Loch einfach weiter buddeln sollen? Aber falls wir irgendwelche komischen hier Blöcke finden, die könnten wir ja theoretisch behalten, oder nicht? Ja, also uns wurde nicht gesagt, dass wir irgendwas hier. Ich weiß es ja nicht, also. Ja, also uns wurde nicht gesagt, dass wir die abgeben müssen, aber diese Blöcke habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also hier, Auch nicht. sieht irgendwie komisch aus. Wollen wir mal ein bisschen auf die Suche gehen und ein bisschen nachgucken, Ein was das für bisschen Blöcke? experimentieren? Genau, also kannst du überhaupt so Laborsachen machen? Ach, Lami, wusstest du noch gar nicht, dass Einstein der Onkel von meinem Opa war und der Freund von meinem Onkel der Großopa? Die Okay. Schwester. Ja, das. Albert Einstein war Ja, also in deiner Familie. genau. Ach so. Ich bin sozusagen ein Wissenschaftler oder was war der überhaupt? Zumindest war der schlau und das bin ich bestimmt auch. Ich glaube nicht. Oder was meint ihr, Freunde? Denkt ihr, Emily ist schlau? Ich Okay. glaube schon, Lami. Wenn du das sagst. Also wir haben hier so einen Chemiebereich, also einen OP-Bereich. Kannst du damit hier irgendwas anfangen und so herausfinden, was das für Blöcke sind? Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay, ich lasse So, dich einfach machen hier. dann. Ich gebe dir noch meine restlichen Danke Blöcke. schön, perfekt. So, ich So, bin mal dann. gespannt, was du mal da drin machst. Ich warte so lange hier draußen. Okay, Freunde, ich bin jetzt Warte wirklich jetzt. gespannt, was Emily da jetzt experimentiert und hat die überhaupt eine Ahnung, was sie da macht? Das sieht jetzt. Jetzt noch ein bisschen Haare von mir. Haare? Aua. Ja, so. Und. Okay, Leute, was meint ihr? Was wird gleich passieren? Oh Gott, Emily, bist du fertig? Nein, warte noch kurz. Und. Okay, ja, lass ihr Ja, ruhig das riecht schon Zeit. gut. Und. Ja, sehr gut. Und. Hast du da gerade reingespuckt? Lami, das ist wissenschaftlich, was ich hier mache. Okay, tut mir Ja. leid, Leute, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, Emily, jetzt komm schon, ich will nicht mehr länger warten. Hast du herausgefunden, was das jetzt ist? Weiß, was es ist und du wirst es niemals erraten. Soll ich es dir sagen? Ich guck mir erstmal diesen Trank. Warte mal. Sonic-Trank? Das waren Sonic-Erze. Was? Ja, Sonic-Erze? wir haben jetzt Sonic-Tränke gebraut. Warte mal, aber du hast ja doch vorhin reingespuckt. Soll ich das wirklich trinken? Und deine Ja, Haare hast natürlich, das du. war alles für die Wissenschaft. Naja, wenn du das so sagst, aber du trinkst Ja, natürlich auch einen du. Trank, oder? Ja, natürlich, weil Einstein war doch in meiner Familie drin. Ich habe ganz viel Ahnung. So,
Naja, okay, wir trinken einfach auf drei, ja? Okay, Prost. Und ja, eins, zwei und drei. Lami? Wow. Lami, es hat wirklich funktioniert. Sonic, das was ist bist nicht du wahr, denn hier? Haben meine Haare und warte mal, meine du bist gar nicht Sonic, du bist... Stopp mal, guck dich mal an. Du bist Sonic und ich auch. Wir sind... Wow, guck mal, wie schnell wir sind. Wir sind jetzt einfach so kleine Sonics. Wie cool ist das denn, Leute? Lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lami. Aber ich war noch nie so schnell. Emily, beziehungsweise Sonic Emily, wie lange hält jetzt dieser Trank an eigentlich? Gute Frage. Aber ich will die Zeit... Ich will überhaupt? Die Zeit als Sonic eigentlich genießen und du? Aber mich wundert es überhaupt, dass das geklappt hat mit den Haaren und das war ja natürlich auch geplant so. Aber was wollen wir jetzt überhaupt machen? Wir machen ein Wettrennen, wer zuerst zu Hause ist und los! Das ist unfair! Das ist doch nicht unfair, oder? Natürlich! Ich bin so schnell, ich sehe dich gar... Warte mal! Das ist unfair, du nimmst eine Abkürzung, du Schummler. Du hast auch geschummelt, du hast... Nein, hier schummelt keiner. Ich glaube, du bist schneller. Und ich bin da. Ich bin da, zu Hause. Manu. Ja, du bist ein echt langsamer Sonic. Lass uns mal irgendwie in der Stadt gucken. Und hallo, Herr Postbote. Hallo, Herr Postbote. Was geht denn hier ab? Ihr seid so schnell wie kleine Flitzebogen. Oh, Mann. Ja, natürlich. Wir sind ja auch kleine Sonics. Hallo, Oma. Was machst du hier? Oder was machen Sie hier? Ich war gerade am Einkaufen, aber ich habe keine Kraft mehr und es ist so heiß. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen behilflich sein und meinen Einkauf fortsetzen? Natürlich. Ja, klar. Warum nicht? Wir sind Sonic und wir sind nett. Wir helfen generell allen Leuten. Das machen wir doch gerne. Das ist so lieb von euch. So, ihr kleinen blauen Igeln. Guck mal in meiner Tasche. Das ist meine Einkaufsliste. Die kannst du hier rausnehmen. Und das wäre so lieb von euch, wenn ihr für mich einkaufen könntet. Nimm ruhig auch mein Geld aus der Tasche raus. Okay. Zeig mal, hast du es rausgenommen? Ja. Und Apfelkuchen. Kann ich mal die Einkaufsliste sehen? Ja, Lami. So, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Und Einkaufsliste. Erstens Apfelkuchen, zweitens roten Apfel, drittens Salat und viertens Baguette. Das bekommen wir alles hier in der Stadt her, oder? Ja, natürlich, da hinten im Supermarkt gibt's das bestimmt alles. Oh, das freut mich, das ist so nett von euch. Oh, ihr habt echt was gut bei mir, okay? So, ich wünsche euch viel Spaß. Ich warte hier. Okay, so, und warte mal. Als erstens den Apfelkuchen, den bekommen wir hier bei der Bäckerei. Hallo, wir wollten einmal einen Apfelkuchen. Ich sehe hier direkt schon einen. Ich bin so schnell. Wie viel würde der kosten? Hallo, der würde 3 Diamanten kosten, bitte. Drei Diamanten hast du dabei, oder? Okay, ich nehme den Apfelkuchen direkt mit. Bitteschön. Okay, dann würde ich sagen... Weiter geht's, oder? So, den ersten Punkt haben wir abgehakt. Zweitens, roten Apfel. So, ich glaube, den Rest bekommen wir alles beim Supermarkt. Leute, guckt euch an, wie schnell wir sind. Und so. Rein hier. So, wir brauchen erstens... Warte, ich lese es nochmal vor. Erstens, einen roten Apfel... Dann Salat und dann Baguette. Okay, roten Apfel. Ja, ich nehme einen roten Apfel. Okay, perfekt. Als zweiten Salat. Hier ist Salat, Emily. Schau mal. So, okay, nehme ich mal was raus. Und dann noch Baguette. Baguette war hier vorne. Nehme ich mal so ein großes direkt, das größte am besten. Und ja, dann... So, das würde dann 5 Diamanten kosten, bitte. Ja, ich schaff's gleich. Ich bin ein bisschen schnell. Ich kann damit noch nicht umgehen. Wie viele waren das nochmal? Das waren 5 Diamanten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitteschön. Dankeschön, sehr lieb von euch. Schönen Tag noch. Tschüss. So, hier die Tüte. Und los, ab zu der Oma. Oma, wir kommen. Und wir sind wieder da.
Warte mal, ihr wollt mir sagen, ihr habt schon jetzt eingekauft oder was? Ihr wart doch gerade mal 5 Sekunden weg, oder nicht? Ja, wir sind halt Sonics. Ja, wir sind sehr schnell. Also hier Salat, das Baguette, den Apfel und noch hier, bitteschön, stimmt, den Apfelkuchen. Oh Mann, ihr seid so lieb. Mhm. Oh, ihr fühlt euch echt gedrückt von mir, aber ich bin schon so alt und gebrechlich. Oh, danke schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön, gleich los. Oh, und weiter geht's. Das war echt cool, Emily, oder? Wir sind echt nett gewesen zu der Oma. So. Wir haben eine richtige Heldentat gemacht. Hä, wo rennst du hin? Ich renne einfach so einen Kreis. Oh. Hallo, Herr Postbote. Notfall! Die Stadt wird überfallen. Bei der Tankstelle sind ganz viele Räuber und Gangster. Was? Wirklich? Da müssen wir ganz schnell hin. Ja. Die Tankstelle wird überfallen. Schnell, schnell, schnell. Dann ab dahin, oder? Los! Ja, schnell! Und? Wie? Wow, das stimmt ja wirklich. Ja. Hey, Hilfe! Die Tankstelle wird überfallen. Die wollen mich alle erschießen. Oh Gott, da sind ja voll viele Gangster drinne. Wir müssen da rein, Larry. Wir überfallen euch. Gib mir all euer Geld. Warte, was seid ihr für komische Vögel? Wir sind Sonic. Wir sind keine Vögel, wir sind Igel. Das macht keinen Unterschied. Gib mir auch euer Geld, wenn ihr Geld habt. Wir haben kein Geld, aber... los, Emily, gib mir auch eine Waffe. Komm schon. Was habt ihr vor? Nicht mit uns, wir sind doch Sonic! Wir sind lieb, weg mit euch! Aua! Hört auf, uns weh zu tun! Wir erschießen euch! Emily, pass auf, die haben Waffen, die schießen auf uns! Oh Gott! Du musst wirklich vorsichtig sein! Weg mit dir! So, noch einer! Und komm schon! Und ja! Und noch einer! Wir haben dich gerettet, Jeremy! Hey, das freut mich. Ich hatte Todesangst. Ich hab mir die Hose gemacht. Okay, hol dir eine neue Hose und mach die Arme runter. Du bist ein bisschen. Ich hab so Angst gehabt. Tschüss, gern geschehen. Oh Mann, was war das denn für ein Tag? Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, wie wir für einen ganzen Tag lang als Sonic rumgelaufen sind und der Oma geholfen haben und die Stadt gerettet haben, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert auch diesen Kanal, aktiviert rechts die Glocke und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LaMiAmi oder Team Emily. Checkt auch die Instagram-Accounts in der Beschreibung ab, da könnt ihr uns gerne folgen und uns schreiben. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen beim nächsten Video ein und tschüss. Tschüss.